Hallo und willkommen bei livetech.de. Dies sind die Technik-Nachrichten der 19. Kalenderwoche des Jahres 2014 in 90 Sekunden. Wird das neue LG G3 einen QHD-Bildschirm haben? Kürzlich wurde von LG bekannt gegeben, dass die ersten QHD-Bildschirme entwickelt und in die Massenproduktion geschickt wurden. Außerdem wurde angemerkt, dass das Flaggschiff der ersten Jahreshälfte mit diesem Bildschirm ausgestattet wird. Dadurch kann man sich relativ sicher sein, dass damit das LG G3 gemeint ist, welches voraussichtlich demnächst veröffentlicht wird. Die Auflösung des Bildschirms soll 2560x1440 Pixel betragen. Deshalb hat es eine Pixeldichte von 538 Pixeln pro Zoll. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von QHD-Bildschirmen bei Smartphones haltet und ob ihr euch ein Smartphone mit einem QHD-Bildschirm kaufen würdet. Die besten Kommentare kommen in die nächste Folge der Tech News. Wird Motorola bald ein 100-Euro-Smartphone vorstellen? Das Moto G von Motorola war mit seinem Preis von ungefähr 180 Euro ein Verkaufsschlager. Jetzt wird Motorola voraussichtlich ein weiteres, noch günstigeres Smartphone veröffentlichen. Es soll nur 100 Euro kosten und den Namen Motorola Moto E tragen. Gerüchten zufolge soll es einen 4,3 Zoll großen Bildschirm, einen Snapdragon Dual-Core-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher haben. Wird Apple bald Beats Electronics kaufen? Jetzt hat das Unternehmen Apple über 3 Milliarden US-Dollar für den Kopfhörerhersteller der Beats bei Dr. Dre geboten. Durch den Kauf von Beats Electronics würde Apple eine wichtige Position auf dem Kopfhörermarkt bekommen. Jetzt möchte ich euch noch den Kanal Apfelbeat vorstellen. Auf seinem Kanal findet ihr wöchentliche Videos über iPhones, iPads und weitere Apple-Produkte. Außerdem gibt es dort neben Reviews, Tutorials und Unboxings zu Apple-Zubehör auch Videos über andere Technikprodukte. Ihr solltet dort also auf jeden Fall mal vorbeischauen und ein Abo dort lassen, um kein Video mehr von ihm zu verpassen. Letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr glaubt, dass Apple eine iWatch veröffentlichen wird und welche Funktionen die iWatch haben soll. Dies waren eure Antworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war livetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.